Also ich bin bei Starmania die Drama Queen. Ich weiß nicht, den Ruf werde ich irgendwie nicht mehr los. Ich finde ihn aber ganz nett, also ich habe kein Problem damit. In den letzten 3 Wochen, da erinnert ich mich am meisten an All By Myself, glaube ich. Weil das war das Lied, was ich am meisten gespürt habe. Also der wirkliche Höhepunkt war definitiv das, wie ich dann als letztes aufgerufen worden bin unter die letzten 12. Das war echt, ich glaube, mir kommt jetzt nur die Gänsehaut, wenn ich dran denke. Tom! Ich habe nicht damit gerechnet. Wie ich da vorne gestanden bin, habe ich mir wirklich gedacht, so Tom, jetzt musst du gehen. Anders machen würde ich auf jeden Fall California, das erste Lied. California. Ich würde keine kurzen Hosen mehr anziehen. Kurze Hosen sind nicht unbedingt mein Kleidungsstück, habe ich festgestellt. Und ich muss dringend zum Friseur. Dieses Dramatische, was ich da drinnen habe in meiner Performance, das mache ich total unbewusst. Das ist in mir drinnen. Ich versuche es teilweise wirklich zu unterbinden. Aber es funktioniert nicht. Sobald ich ganz im Lied drin bin, dann kommen diese Gesten und dieses Gesicht und ich kann nichts dafür. Also Starmania ist auf jeden Fall eine Plattform für mich, wo ich mich jetzt darstellen kann. Man weiß jetzt, wie der Hase läuft und daher wird jetzt alles ein bisschen einfacher und jetzt kann man immer mehr und mehr von sich selbst einbringen.